Ja, ich bin nervlich oft so kaputt, dass ich lieber im Liegen Videos mache oder auch so im Liegen arbeite oder chille. Wenn ich es eine gewisse Zeit gemacht habe, dann fühle ich mich wie voller Energie, refreshed und kann alles schaffen, aber sobald dann irgendwie Sozialkontakte kommen oder irgendwie Stress von außen kommt, dann ist mein Nervensystem, also ich bin da einfach zu sensibel. Ich habe dann eine extrem hohe Anspannung vom Körper her, so eine krasse Anspannung, dass ich mich manchmal gar nicht mehr bewegen kann. Und das halt auch wirklich extrem schmerzt. Und das ist der Grund, warum ich mich öfter wirklich zurückziehen und ausruhen muss. Was heißt muss? Ich kann dagegen auch ankämpfen und was dagegen machen. Das habe ich auch schon jetzt ungefähr ein Jahr lang im Stück durchgezogen. Aber ich habe die ganze Zeit mich gefühlt wie ein Zombie, der jetzt einfach nur irgendwas durchboxt und versucht, ja, auf ja, irgendwas durchzubrechen. Also auf Teufel komm raus irgendwie. Ja, was halt die ganze Gesellschaft macht. Sich nicht auf sich achten und so weiter. Ja, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte ein Update machen, kurzes, zu dem Thema, dass ich 11 Jahre keine Zähne geputzt hatte. Das Video ist jetzt 2 Jahre alt, jetzt sind es 13 Jahre. 13 Jahre keine Zähne geputzt. Und ja, ich bin jetzt 28 Jahre alt. Und es sind nicht die schlechtesten Zähne, würde ich behaupten. Ja, aber ich bin vom Körperbautyp oder Stoffwechseltyp oder aus dem yogischen oder ayurvedischen Dosha Kapha. Das kann man ein bisschen übersetzen mit den gängigen Begriffen des Endomorphen. Und da ist es sehr typisch, dass die Zähne auch dazu neigen, gut zu sein und auch die Haut dazu neigt, ganz gut zu sein. Dafür haben Kaffers andere Probleme. Ich habe zum Beispiel sehr stark Probleme mit Verdauung, Thema Darm. Selbst wenn ich nur Rohkost esse oder was weiß ich, es fühlt sich immer so an, als würde es gar nicht weitergetragen werden, als würde alles so drin stecken bleiben. Und ja, andere Leute haben dann eine viel einfachere Verdauung. Also es gibt halt immer Vor- und Nachteile von den Stoffwechseltypen. Und ja, 13 Jahre keine Zähne geputzt. Ich empfehle es aber nicht weiter, das liegt es an mir persönlich. Ich hab einfach von Kind an nie geglaubt, solche Sachen wie, ja, du musst das machen, du musst dies machen. Für mich gibt es halt kein Muss, sondern ich bestimme halt selber, wir sind selber Gott, wir bestimmen selber, wir sind Inkarnation von Gott, aber warum das meistens nicht funktioniert bei den Leuten, dass dann wirklich das passiert, was man will, ist, weil sie nicht dran glauben und weil jeder sagt, dass es Quatsch sei. Und dadurch wird so eine Art Matrix erzeugt in dieser ganzen Gesellschaft, sodass jeder dann auch auf diesen einfachen Zug aufspringt, ja, das ist Quatsch, anstatt mal mutig zu sein und zu sagen, nee, ich stelle mich gegen diese komplette scheiß dumme, verblödete Welt und sage, nee, doch, ich bin Gott und ich schaffe das, auch wenn das jetzt ein Jahrzehnt dauern kann, bis man wirklich so weit ist, dass man solche Dinge schafft. Und ja, seit ich 2 oder 3 Jahre bin, habe ich mir gesagt, nee, ich lasse mir nicht von den ganzen Idioten einreden, die schon versklavt sind, zu sagen, ja, ich kann das nicht und man muss dies und das machen, sonst funktioniert das nicht, sondern ich habe mir gesagt, nee, ist Quatsch, es macht für mich keinen Sinn, überhaupt zu leben, zu existieren, wenn ich nicht selber bestimmen kann, wie die Dinge laufen. Dann kann ich mich direkt ins Grab legen, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und deswegen das Thema Lichtnahrung, was ich für mich erfahren habe. Und aber auch das Thema Zähneputzen ganz einfach, seit ich 3 Jahre bin und einem das gesagt wurde von der Matrix, also Eltern, das ist aber halt im Prinzip eine Matrix, an die die Eltern und alle anderen angeschlossen sind und die das dann halt sagt, habe ich halt gesagt, dass das nicht notwendig ist, sondern dass ich das halt selber bestimme und man kann es auch noch anders erklären. Wenn der Mundraum basisch ist, durch zum Beispiel viel, viel Rohkost, halt was ein basisches Milieu im Körper erzeugt und durch dieses basische Milieu der Mundraum auch basisch gehalten wird, dann können die Zähne A remineralisiert werden, weil basisch heißt, es sind Mineralstoffe vorhanden und diese Mineralstoffe können den Zahn wieder aufbauen. Das ist aber bei
fast kein Mensch der Fall. Fast 100% der Menschen haben kein basisches Milieu, weder im Körper noch im Mundraum. Und durch diese Säuren oder saure Milieu können sich die Zähne nicht regenerieren und können die auch nicht geschützt werden. Und deswegen ist man sehr anfällig gegen äußerliche Schädigungen und was halt zu Zahnproblemen führt. Und besonders wenn man auch zu viel isst oder zu oft isst und sich nicht mindestens 4 Stunden Zeit lässt zwischen den Mahlzeiten, werden die Zähne angegriffen. Man sollte einfach sehr viel Grünkohl fressen, Wildkräuter, Brennnessel zum Beispiel, Rucola-Salat, andere dunkelgrüne Blattsalate, Spinat, Brokkoli, roh, aber es geht auch gedünstet zum Übergang. Dadurch wird alles basisch gehalten und dadurch wird es viel einfacher. Ich will halt nicht von sowas abraten, von Zähneputzen, nur für mich persönlich macht es halt keinen Sinn. Aber wenn ihr nicht dieses Mindset habt, dann kann es halt wirklich sehr gut sein, dass es wie bei den meisten anderen dazu führt, wenn ihr nicht die Zähne putzt, dass eure Zähne schlechter werden. Also kann ich es einfach nicht empfehlen. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Und ja, meine Meinung dazu, meine Erfahrung dazu abgeben. Seit 13 Jahren keine Zähne geputzt. Und ja, es geht weiter. Ciao.